Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Mit diesem Teil geht's in die zweite Runde, was das ganze Steinbruchgebiet angeht. Mein Gott, da fehlen mir schon die Worte am Anfang des Videos. Und zwar habe ich mir heute etwas Komplizierteres vorgenommen, was vielleicht gar nicht so kompliziert aussieht. Ich nehme euch mit auf eine Reise, und zwar auf die Modulbaureise, wie ich diesen Steinbau baue. Ich mache heute recht interessante Sachen dabei, kommen wir aber später noch zu. Im Moment bin ich erstmal am Vorbereiten von dem Ganzen jetzt hier. Das heißt, ich muss gucken, wie ich auf diesem schmalen, kleinen, engen Raum alles unterkriege in irgendeiner Form, dass ich dann immer noch was draus bauen kann. Und wundert euch nicht, wenn man diese Vorbereitung trifft. Das heißt, wenn man mit Hartschaum arbeitet, sieht am Anfang alles natürlich viel, viel größer und ungenauer aus, als es nachher ist. Man baut eben so große Platten, wie ich das jetzt hier mache, und dann entsprechend alles später fein darzustellen. Aber hier sind eben schon die grundlegenden Gedanken, die man sich machen muss. Was soll denn später irgendwo hin, wenn man da irgendwo einen kleinen Bagger setzt, wenn man da irgendwo ein Auto setzt, wenn man da einen Tunnel bauen möchte, wie ich das machen will und so weiter und so fort. Oder beziehungsweise, wenn ich jetzt hier hinten dieses kleine Teilchen da setze, wo, was denke ich mir dabei? Natürlich sieht das erstmal blöd aus. Da denkst du, ja, das sieht ja aus, dass so ein viereckigen Klotz. Nee, das bleibt ja nicht so, ist ja auch klar. Ich hatte ja gesagt, in die Ecke kommt kein Tunnelportal rein. Und damit recht herzlich willkommen bei Drain Dreams. Jede Woche Freitag 16 Uhr bin ich für euch da. Und heute sehen wir uns schon den zweiten Teil an vom Bau des Steinbruchs, von der Planung des Steinbruchs. Wer das noch im ersten Teil noch nicht gesehen hat, ich verlinke oben rechts in der Ecke, könnt ihr euch gerne anschauen. Und wir kommen heute eben erstmal zum Thema weiterer Grundbau, wie die das gerade machen, wie man das gerade sehen jetzt hier im Hintergrund. Denn ich habe da mir wirklich Gedanken machen müssen. Ich denke, wie kannst du das da hinten schaffen, auf so engen Raum versuchen, einen Hügel darzustellen, zwischen denen die Eisenbahnen dann irgendwo verschwinden sollen. Das habe ich mir eben als Gedanken gemacht. Und das war eben, wie gesagt, gar nicht so schwierig. Deswegen hatte ich auch damals mit der Mauer da aufgehört, weil ich habe mir überlegt, denke, nee, da muss ja was hin. Ursprünglich sollte das Stückchen Hartschaum oben drauf sitzen, habe aber gedacht, nö, warum? Du hast doch hinten noch die 1,5–2 cm Platz, musst du natürlich ein bisschen schräg schneiden und dann kannst du es entsprechend auch verarbeiten oder beziehungsweise da hinsetzen. Dann habe ich jetzt hier unten noch dieses Stückchen ausgeklinkt. Das habe ich tatsächlich gemacht, um die 3 mm zu gewinnen, die ich im Grunde genommen brauche oder noch habe, die Mauer dick ist. Also habe ich das ausgeklinkt, ausgeschnitten und dann dahingesetzt, damit ich eben wirklich diese 3 mm noch gewinne. Ja, dass das eben noch schön da reinpasst. Und das ist eben bei einer Anlage, die doch relativ schmal ist an dieser Stelle, wie bei mir, ich komme ja hier gerade auf die 50 cm, ist das wirklich wichtig, dass man wirklich mit jedem Millimeterchen irgendwo arbeiten kann. Und das finde ich eben, ja, so herausfordernd an der ganzen Sache. Das macht mir eben so viel Spaß. Jetzt noch ein bisschen Dreck weggemacht, noch ein bisschen Dreck beseitigt. Das ist zum Glück alles kein Kleber, was da immer lag. Das ist immer nur Hartschaum. Und dieser Hartschaum, der krümelt da eben in der Gegend rum. Da musst du mal gucken, das liegt unten im Wald, das liegt überall, verteilt sich das Zeug. Und das ist natürlich dann, ja, wenn du da nicht bei Zeiten aufpasst, dann bist du mal irgendwann eine Stunde beschäftigt da mit Staubsaugen oder sowas. Und das will ja keiner. Hier sieht man es schon, die Herausforderung an dem Ganzen, was ich da hätten bauen muss, an diesem Steinbruch, ist, dass er aus zwei Modulen besteht. Kommen wir aber gleich nochmal im Anschluss drauf. Hier zeige ich euch jetzt einen kleinen Ausschnitt von einem Video von Model Creation, was ich da gemacht habe. Das heißt, ich habe mir hier als Basis einen Bausatz geholt. Und weil er mir gefallen hat, ganz einfach. Ihr seht schon, der hat schon so eine gewisse, ja, Alterung, wenn man es so nennen will, schon dabei. Das heißt, hier wurde vom Werk her aus schon irgendwas gealtert. Ist jetzt zwar nicht in dem Sinne, wie ich mir das vorstelle, aber man kann durchaus damit arbeiten. Das passt alles. Das ist hier nur ein Schnelldurchgang im Hintergrund. Ich habe das euch alles im Detail nochmal, wie gesagt, in einem anderen Video, mache ich gerade fertig. Das kommt also auch jetzt die nächste Zeit auf Model Creation. Das werdet ihr dann sehen. Am besten gleich mal rüber switchen. Dann verpasst ihr nichts, wenn ihr da gleich mal auf den Abo-Knopf klickt. Mein Gott, ein schweres Wort. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn das ganze Video dann auch da ist, könnt ihr euch gerne anschauen. Da kommt dann halt der Bau, die Bearbeitung, ja, die Gestaltung, die Alterung und was alles so dazugehört, das könnt ihr euch dann dort auf dem Kanal noch angucken. Das ist also das, was ich jetzt hier mache, denn ich habe diesen Bau verändern müssen. Ich konnte es nicht so lassen, weil das war mir einfach viel zu wuchtig, viel zu groß, hat mir gar nicht gefallen. Das ist schön, wenn du so eine riesengroße Anlage hast, kann man sich da wahrscheinlich platztechnisch austoben, aber darum geht es ja bei mir nicht. Ich muss ja mit meinem kleinen Platz irgendwo zurechtkommen.
Was ich als Herausforderung übrigens sehe, das macht mir richtig Spaß mit diesen Platzgründen, mit Platznot, kann man nicht sagen. Die Anlage ist 5 Meter breit. Aber ist ja egal. Jetzt habe ich hier das Gebäude nämlich in 2 Teile gesägt, beziehungsweise den Unterbau von diesem Gebäude. Da war ursprünglich noch wie so eine Art Stein oder Schutt oder ja, Lager unten drunter. Das wollte ich also nicht haben. Ich wollte also kein Lager drunter haben, weil ich einfach diese 2 Zentimeter brauche, dass das nicht so riesig aussieht. Denn es sitzt ja gleich hinter dem Holzlager. Und das hatte ich ja auch bearbeitet. Habt ihr euch ja vielleicht die Videos angeguckt. Wenn nicht, könnt ihr es euch gerne anschauen. Zum Bau des Holzlagers habe ich also auch alles verlinkt noch hier. Und damit das eben alles größentechnisch ein bisschen zusammenpasst, seht ihr schon, habe ich das Ganze unten kleiner gemacht, habe das Ganze verarbeitet und habe auch wirklich Glück gehabt, dass eben ich könnte überlegen, ob ich da unten drunter dieses Metallgerüst baue oder eine Mauer. Immer noch der Frosch, macht euch nicht draus. Die Jahreszeit. Und entsprechend da noch ein bisschen versucht irgendwas, das alles nicht irgendwas, dass die Höhe passt. Ja, und da habe ich überlegt, entweder baust du die Mauer hin oder eben das Metallgerüst. Das Metallgerüst war mein Favorit Nummer 1, alleine schon, weil man durchgucken kann. Bei dieser Mauer kann man halt nicht durchgucken, die Mauerplatten. Ganz unten hier auf der Ecke, ah nee, da sitze ich davor wahrscheinlich. Sehen wir es noch, aber ist egal. Jetzt kommt das Ganze hier auf die Ecke, auf das Modul aufgesetzt. Wenn das jetzt hier noch ein bisschen schwingt, das Dach ist auch noch lose. Es muss ja noch alles verbaut werden. Es ist ja wirklich nur ein Rohbau, wie er da hinten steht. Das bleibt ja wie gesagt nicht so. Das wird ja alles noch gemacht. Und es soll über die Mauer so ein bisschen drüber ragen, sodass das alles schön kuschelig und gemütlich und eng aussieht. Und muss natürlich gucken mit meinem dicksten und längsten Waggon, den ich habe. Das ist hier dieser Tomix Reinigungswagen. Der muss ja auch durchkommen, auch wenn ich ihn relativ wenig einsetze oder einsetzen werde. Aber er muss im Bedarfsfall da halt durchpassen. Und ich sage mal, wenn der durchpasst, passt alles durch. So habe ich die Erfahrung gemacht. Längere Personenwagen kommen bei mir sowieso nicht auf die Anlage, weil das passt überhaupt nicht. Ich habe eine Anlage, wo alles ein bisschen gemütlich und kuschelig ist. Da kann ich nicht so einen langen Wagen gebrauchen. Da kommen eben die kurzen drauf. Vorzugsweise 2 Achser und dann passt das irgendwo. Jetzt war mir natürlich wichtig, passt denn überhaupt ein LKW drunter? Habe ich natürlich vorher auf dem Basteltisch alles ausprobiert, ist klar. Aber so sieht man es mal ein bisschen, wie es im Größenverhältnis aussieht. Und ich bin der Meinung, die Höhe, die Größe von diesem Schotterwerk da hinten, das ist passend. Das passt wirklich gut hin. Und wenn es hinten ein bisschen eng aussieht, das wird ja alles noch bearbeitet. Ja, das bleibt ja halt nicht so. Da wird ja eben noch viel ausgeklinkt, ausgeschnitten, sodass der Platz irgendwo da ist. Und es sollte ja auch nur so ein kleines Werk sein. Ja, hier soll nicht riesengroße Mengen abtransportiert werden, die man mit dem Zug abtransportiert. Nein, es sollen kleine LKWs da stehen. Wahrscheinlich auch nur einer oder zwei, so viel wie man jetzt sehen, wird da gar nicht hinkommen, weil das sieht irgendwie albern aus, wenn die LKWs da permanent ihre Runde drehen. Das ist also ein bisschen unrealistisch für so einen kleinen Steinbruch. Aber ich habe es hingesetzt aus, dass man die Platz- oder Größenverhältnisse sich einfach mal anschauen kann. Und das passt eben alles. Ja, das Schotterwerk könnte seine Steine, wenn da welche rauskommen würden, auf die LKWs hinten draufschütten. Das würde alles passen. Ein bisschen enger, aber es geht schon irgendwo. Ein bisschen Fantasie kann man ja auch noch spielen lassen. Vielleicht setze ich noch 2 Millimeter höher. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es einfach sehen. Und da, wo ich den LKW hingeschoben habe, da können zum Beispiel ein Auto parken oder. Und hier vorne ist der Tunnel. Das heißt, da wird die Ausfahrt von dem Ganzen sein. Das heißt, die LKWs, die da hinfahren müssen, müssen durch wieder einen kleinen Steintunnel durchkommen. Weil wie sollten sie sonst hinkommen? Ja, ist ja eh alles zu von 4 Seiten. Also muss ja irgendwie ein Tunnel geschaffen werden. Und ich bin kein Freund von unlogischen Sachen. Das heißt, wenn man irgendwo auf der MOBA guckt und sagt, hä, wie sollen das funktionieren? Wie kommen die Leute da eigentlich hin? Deswegen auch immer die Wege. Deswegen am Wald unten dieser kleine Bahnübergang. Das heißt, dass die Leute zum Parkplatz kommen können. Oder oben beim Holzberg, wo der Weg nach vorne führt. Es muss ja alles irgendwie ein bisschen eine Logik haben. Und genauso ist das hier. Hier wäre es gar nicht anders gegangen, weil hier ja eine Gleisschleife ringsrum ist. Und noch ein Bahnübergang, das hätte hier oben nicht gewirkt. Das wäre einfach fehl am Platz. Deswegen eben wird da hinten rechts ein Tunnel hinkommen. Links mache ich noch ein bisschen, jetzt sehen wir gerade so eine Hartschau im Deckel. Das wird also nicht so ein viereckiger Eingang bleiben, das ist klar. Das habe ich, wie gesagt, wirklich nur als Basis, dass ich dann eben dran rumschnitzen oder dran rumbrennen kann mit einem Heißstift, sagt man dazu? Nee, hier mit einem Heißdrahtschneider, oder das ist kein Draht, ist ja so ein Stift. Ist egal, kommen wir wahrscheinlich in der nächsten Woche zu. Und damit das Ganze kleben kann, habe ich es immer mit meinem Ventilator gemacht. Denn auch hier nochmal der Hinweis, ich habe es auch hingeschrieben, sind 2 Module. Das heißt, das obere da, was ich jetzt bearbeite, ich werde es wahrscheinlich gleich abnehmen, wenn ich mich recht entsinne. Und dann sieht man das nochmal, dass es 2 verschiedene Module sind. Das muss ich auch beim Bauen später beachten, dass ich eben mit ein bisschen Schotter diese Übergänge so rausnehme und.
Jetzt, ich habe es weggenommen und das muss ich eben machen, damit ich hier vorne die schwarze Plattform, wo die LKWs draufstehen, auch nachher entnehmen kann. Jetzt hier nochmal ein paar Bildchen zum Abschluss, damit man das sich nochmal vorstellen kann, wie das dann wirken soll. So in der Art sieht es aus. Das heißt, die Lok ist angeschaltet, die Scheinwerfer leuchten. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Es ist ein kleiner Schritt, aber durch die vielen Trocknungszeiten, die ich so habe, kann man halt in dieser Woche gar nicht mehr machen. Das geht nicht. Aber ich denke mal, das passt schon. Ich würde sagen, ich freue mich auf nächste Woche 16 Uhr, wenn ihr wieder dabei seid. Dann wünsche ich euch jetzt schon mal eine ganz, ganz tolle Woche und dann sage ich, macht's schön gut, euer Uli. Bis dahin, tschüss.